Andrea, wir haben ja jetzt gerade gesehen, du bist mit dem Fahrrad hier hingekommen. Hier geht jetzt die Bürgerabstimmung an den Start. Kannst du kurz erklären, was ist das überhaupt, die Bürgerabstimmung? Ja, was sind die wichtigsten 5 Punkte, die wir nach dem Regierungswechsel ab 22. September anpacken? Das entscheiden wir nicht in verschlossenen Türen, sondern das entscheiden wir hier mit den Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße. Was ist Ihnen am wichtigsten? Das fragen wir Sie. Und insoweit können alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mitentscheiden, was die 5 Top Politikpunkte sind, die wir als SPD umsetzen wollen. Andrea Nahles ist mein Name, ich komme von der SPD. Ja. Und Sie können mitentscheiden, was die wichtigsten Punkte sind, die wir nach der Wahl anpacken sollen. Du bist jetzt schon mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Was ist dein Eindruck, was sind die wichtigsten Themen? Also jedenfalls gleicher Lohn für gleiche Arbeit, also generell Lohngerechtigkeit, das beschäftigt die Leute in jedem Falle. Und die Frage natürlich der Regulierung der Finanzmärkte, Bekämpfung von Steuerbetrug, das empfinden die Leute auch als ein sehr zentrales Thema. Und wenn man Familien trifft, natürlich auch Kita-Plätze. Das finde ich sehr gut. Das kann man im Gespräch über diese Bürgerabstimmung sehr gut mit den Leuten klären.